Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte einen kurzen Rückblick auf die Finanzkrise im September 2008 machen. Nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers versuchte der damalige Finanzminister Steinbrück uns noch weiszumachen, die Finanzkrise sei vor allen Dingen ein amerikanisches Problem. Wenige Tage später stand überall in Europa die Menschen vor den Banken. Während dieser Phase schlug der niederländische Finanzminister Jan-Pieter Balkenende einen europäischen Rettungsfonds vor. Danach sollten alle Mitgliedstaaten einen Beitrag von ca. 3% des Sozialproduktes bereitstellen. Für Deutschland wären das damals 75 Milliarden Euro gewesen. Der Fonds sollte aus 27 separaten Fonds bestehen, der nur den jeweiligen Mitgliedstaaten zur Verfügung standen, aber der nach gleichen Linien dann eingesetzt werden sollte. Dieser Vorschlag kommt uns heute bekannt vor. Und auch der damalige französische Präsident Sarkozy hatte ähnliche Überlegungen in die Diskussion gebracht. Die Bundesregierung hat darauf aber eben nicht regiert, sondern hat auf eigene Faust gehandelt. Wir haben erst dafür rund 500 Milliarden Euro ins Schaufenster gestellt als Rettungsmaßnahmen und am Schluss dann letztlich im nationalen Bereich einen Restrukturierungsfonds gegründet, dann für den Bankenbereich. Und jetzt wird dieser Fonds in einen europäischen Fonds überführt. Der Unterschied zum damaligen Vorschlag ist aber, nach dem Vorschlag von Balkenende hätte der EU-weite Fonds ein Volumen von 375 Milliarden Euro gehabt, auf die Eurozone, also die Staaten der jetzigen Bankenunion runtergerechnet, wären das rund 280 Milliarden Euro gewesen. Der nun eingerichtete einheitliche Abwicklungsfonds der Eurozone hat aber nur ein Zielvolumen von ca. 55 Milliarden, und das soll erst in 10 Jahren erreicht werden. Selbst der jetzt aufgelöste und abgelöste deutsche Rettungsfonds hatte ein Zielvolumen von 70 Milliarden Euro, also ein deutlich höheres Volumen als jetzt der gesamte europäische Fonds. Allerdings, und das muss man auch konkret sagen, obwohl wir ihn seit 3 Jahren haben, sind erst 2,3 Milliarden in diesen Fonds überhaupt eingezahlt worden. Warum ist das aus unserer Sicht viel zu wenig? Nehmen wir an, der Fonds wäre wirklich in 10 Jahren gefüllt mit 55 Milliarden. Was passiert, wenn eine große Bank wirklich gerettet werden muss? Der Ökonom Martin Hellweg hat in einer unserer zahlreichen Anhörungen gesagt, um die Liquidität einer Bank mit einem Bilanzvolumen von 500 Milliarden Euro zu sichern, ist eine Garantie in Höhe des dreifachen dreistelligen Milliardenbetrages erforderlich. Das klingt plausibel. Schon eine einzige Bank, von denen wir in Europa mehr als ein Dutzend haben, würde daher nicht ausreichen, würde daher diesen Abwicklungsfonds sprengen und würde damit auch nicht ausreichen, die Einlagensicherung und den ESM zu halten. Und ich will gar nicht darauf hinweisen, wie viele Probleme mit den Abwicklungsmechanismen ansonsten auch noch bestehen, ob sie sich wirklich bewähren werden oder nicht. Und deswegen ist aus unserer Sicht und bleibt aus unserer Sicht die zentrale Frage, wie wir die zu rettenden Einheiten wesentlich kleiner bekommen. Es ist nach wie vor so, dass too big to fail genauso gilt wie vorher. Die Einheiten sind zum Teil sogar noch größer geworden. Und deswegen ist es aus unserer Sicht wirklich zentral, die Frage zu schaffen, wie abgehobene Kapitalmarktgeschäfte abgegrenzt, abgespalten und eingedampft werden können, damit die Banken ihre zentrale Aufgabe, Dienstleister für die Realwirtschaft zu sein, wirklich erfüllen. Wenn wir das nicht machen, sondern nur immer wieder Schirme bauen, sind diese Schirme im Zweifelsfall zu klein und führen in der Tat dazu, dass wir am Schluss, wenn Rettung wirklich erforderlich wird, wieder erleben werden, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Anspruch genommen werden,
Das ist weniger wahrscheinlich in der Bundesrepublik Deutschland, aber das gilt für andere Länder in der Eurozone nach wie vor. Und deswegen halten wir den hier eingeschlagenen Weg für zu kurz gesprungen und glauben, dass dieser Rettungsfonds, der europäische, in dieser Größenordnung nicht ausreichen wird. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat Manfred Zollmer, SPD-Fraktion.